Stiftung engagieren sich Oberbürgermeister, es engagieren sich Ministerpräsidenten, Architekten und Künstler und viele andere namhafte Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben. Und sie entwickeln Ideen, wie die Innenstädte weiterzuentwickeln sind. Und es werden nicht nur Ideen entwickelt, sondern sie werden auch tatsächlich umgesetzt. Ein besonders großes Problem für die Städte, das wissen Sie alle, ist die Finanzierungsfrage. In Zeiten, wo heutzutage sogar Straßen nicht mehr saniert werden können, weil das Geld dazu fehlt, wo öffentliche Einrichtungen geschlossen werden müssen, wird es umso schwieriger, Mittel für zusätzliche Projekte bereitzustellen. Auch die Stiftung Lebendige Stadt kann dieses Problem letztlich nicht einfach lösen. Nicht einfach lösen. Wir versuchen aber, neue Wege zu finden und neue Wege zu gehen, nach dem, wenn Sie so wollen, Best-Practice-Prinzip, nach dem Motto, man braucht das Rad nicht zweimal zu erfinden. Wenn es in einer Stadt schon eine tolle Aktion gegeben hat, kann man sich möglicherweise austauschen und eine neue Aktion in einer anderen Stadt übernehmen. Und diese Erkenntnisse aus unserer Stiftung versuchen wir den Städten zur Verfügung zu stellen. Zum einen gibt es häufig intelligente und innovative Ideen, mit denen man ein gewünschtes Ziel kostengünstiger erreichen kann. Wartungsarme Brunnen, pflegeleichte Parkanlagen, energiesparende Beleuchtungen. Über all diese Themen wird die Stiftung im Oktober in einem großen Symposium in Leipzig diskutieren. Viele Oberbürgermeister und Bürgermeister und Stadtverordnete aus vielen Städten unserer Republik werden dabei sein und die Ideen in ihre Städte mitnehmen. Zum anderen versucht die Stiftung, Städte, Unternehmen und private Mäzene zusammenzubringen. Dazu wird zumeist ein eigener Verein gegründet, in dem alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Die Stadt sorgt für die notwendigen Genehmigungen, Künstler bringen ihre Kreativität ein, Unternehmer zeigen, wie man ein bestimmtes Projekt am kostengünstigsten umsetzen kann und bekannte Persönlichkeiten werben bei Mäzene, der Wirtschaft und bei Bürgern das entsprechende Geld dazu ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stiftung macht damit genau das, was über 200.000 Vereine in Deutschland regelmäßig machen. Und hier haben wir ein sehr gutes Beispiel in Wetzlar davon. 17 Vereine stellen sich heute dar. Man arbeitet gemeinsam für ein Ziel. Jeder engagiert sich nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten. Und darüber hinaus leistet man auch noch einen aktiven Beitrag für das Gemeinwohl. Immerhin 60% aller Deutschen sind mindestens in einem Verein engagiert. Wie ich finde, eine sehr beeindruckende Zahl, die deutlich macht, welche Bedeutung Vereine in unserem gesellschaftlichen Leben haben. Wie wäre es um die Gesundheit vieler Menschen bestellt, gäbe es keine Sportvereine? Welche staatlichen Organisation könnte es so effektiv Spenden sammeln, wie die Rotarier oder der Lions Club, um nur einige zu nennen? Wer würde die Aufgaben des Roten Kreuzes oder des ADAC übernehmen? Und wie viel Sachverstand würde verloren gehen, gäbe es nicht die Vereine, die diesen bündeln würden? Über diese ganz praktischen Fragen hinaus leisten die Vereine eine sehr bedeutende soziale Aufgabe. Die aktuelle Shell-Jugendstudie belegt zum Beispiel erneut, dass es vor allem den Vereinen gelingt, Jugendliche aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten zu integrieren. Willkommen heißen und freue mich, dass doch insgesamt 17 Vereine und Organisationen aus unserer Stadt
die Gelegenheit nutzen, sich hier der Öffentlichkeit zu präsentieren, auch wenn im Moment das Wetter ein wenig nicht mitspielt, hoffe ich, dass wir doch in einigen Minuten hier ein lebendiges Miteinander auf dem Domplatz vor uns sehen können. Mein Dank gilt zunächst der Stiftung Lebendige Stadt, die sich dazu bereit erklärt hat, diese Veranstaltung zu unterstützen und insbesondere mit dazu beizutragen, dass in den entsprechenden Schildern die Vereine sich vorstellen können. Das sind ja Schilder, die auch bei anderen Gelegenheiten genutzt werden können. Ich darf hier stellvertretend für die Stiftung Herrn Wilhelmus unter uns herzlich willkommen heißen, der ja Wetzlar auch durch die Aktivitäten von ECE schon seit einiger Zeit kennt. Ich hoffe, dass die Vereine mit dieser Präsentation die Gelegenheit erhalten, wiederum an die Öffentlichkeit zu treten, mehr Menschen noch anzusprechen als in der Vergangenheit. Die Vielfältigkeit des Vereinslebens geht ja von der Rotkreuzjugend bis hin zum Theaterring, von sozialen Institutionen bis zu der vielfältigen kulturellen Landschaft, die wir hier in Wetzlar haben. Und ich bin sicher, dass ohne diese Vereine vieles in Wetzlar nicht Platz greifen könnte, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Das, was an ehrenamtlicher Arbeit geleistet wird, ist eine große Lebendigkeit in unserer Stadt. Und die Stiftung Lebendige Stadt versucht ja dazu beizutragen, dass sei es durch Aktionen wie diese, aber auch durch beispielsweise Stadtilluminationen, das an Lebendigkeit bewahrt bleibt, was sich über viele Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat. Ich bin sicher, dass die Vereine, und wir haben ja gerade erst beim Internationalen Kulturfest bei den Tagen, die es rund um die Kulturtage hier in Wetzlar gegeben hat, gesehen, wie breit gestreut das Angebot in Wetzlar ist. Über 300 Vereine und Organisationen tragen diese ehrenamtliche Arbeit, die hier in unserer Stadt geleistet wird. Und ich hoffe sehr, dass auch in den nächsten Jahren dies ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in unserer Stadt mit sein wird. Es ist wunderbar, dass... der Firma Weiß und Freitag, die dieses Vorhaben errichten werden, einen herzlichen Glück auf wünschen, dass das Bauvorhaben gut, zeitgerecht, termingerecht, innerhalb des Finanzrahmens und ohne irgendwelche Verluste an Menschen und Material vor sich geht. Das ist ja eine wichtige Voraussetzung. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit diesem doch sehr renommierten Unternehmen hier und sind sicher, dass das Vorhaben in diesem Sinne auch gut bis zum Frühjahr 2005 umgesetzt werden kann. In dem Sinne sollten wir jetzt zur Tat schreiten.